Ja, wir hier von EchoEarth wollen euch unsere Website vorstellen, die wir innerhalb der 2 Tage hier programmiert haben. Dort kann man mit verschiedenen Challenges Abzeichen verdienen und dadurch der Umwelt helfen. Natürlich soll man auch Spaß haben. Wie Paul gerade schon gesagt hat, bekommt man Abzeichen, wenn man verschiedene Challenges schafft. Wir haben 3 Challenges, für jede Challenge gibt es Gold, Silber und Bronze. Wenn man bei allen Challenges Gold geschafft hat, bekommt man das Super Alpaka. Die Challenges 1 ist Strom sparen, Challenge 2 CO2-Verbrauch einschränken und Challenge 3 Fleischkonsum reduzieren. Also der erste Challenge. Öffne mal die Challenge, bitte. Ja, der erste Challenge ist Strom sparen, wie gesagt wird. Da schreibt ihr auf, wie viel Strom habt ihr gespart. Und ihr könnt das uns schicken, es ist eigentlich interessant. Ja. Ja. In der 2. Challenge geht es darum, so wenig CO2 wie möglich auszustoßen. Das kann man zum Beispiel hier beim Auto, bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrad. Dann kann man hier in dieser Spalte eingeben, zum Beispiel, wie man jetzt, also wie lange man, also wie viele Kilometer man mit dem Auto gefahren ist, zum Beispiel jetzt mal 30. Dann kann man das speichern und dann hat man das hier seit Besuch. Oh. Nein. Und dann kann man das hier halt umrechnen, diese 30 Kilometer von den Auto jetzt, also pro Kilometer wird man ein Auto jetzt 112 Gramm CO2 ausgestoßen und das wird man dann mal 30 rechnen und dann bekommt man halt diese Abzeichen, wie viel man gespart hat. Ja. In der 3. Challenge geht es darum, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Das kann man mit dem Fleischkonsum-Tracker festhalten. Beispielsweise, wenn man an einem Tag beispielsweise 1 Kilo Fleisch gegessen hat und am nächsten Tag nochmal 2, keine Ahnung, dann wird das da aufeinandergereiht. Und man, wenn man das jeden Tag eingibt, dann kann man halt gucken, wie viel Fleisch man insgesamt gegessen hat, seit man diese Website nutzt, beziehungsweise seit man das da einträgt. Außerdem könnt ihr selbst eine Konto machen. Wir haben eine Registrierungsseite. Leider ist sie jetzt nicht verfügbar. Also sie ist immer noch in Arbeit. Sie funktioniert jetzt nicht. Leider. Also eure Dateien wird wahrscheinlich nicht gespeichert. Aber in erster Zukunft würden wir das fertig machen. 100%. Also macht keine Sorgen. Was? Ja, der Code wird mit HTML geschrieben und ganz wenig mit CSS. Ja, das war's eigentlich, glaube ich. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Vorstellung gefallen. Wir hoffen auch, dass wir in Zukunft noch mehrere Challenges hinzufügen können und dass es der Umwelt helfen wird. Und dann danke an das Orga-Team und fürs Zuhören.